Jürgen Kohler, gerade mit der Viktoria U19 eine bittere Niederlage im Derby bei Fortuna Köln erlitten. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, ich weiß nicht, ob bitter. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir verdient verloren haben. Haben natürlich auch einen Platzverweis bekommen und dann ist es natürlich ganz schwer gegen Fortuna zu spielen. Aber der verdiente Sieger war ganz klar Fortuna Köln heute. Wie haben Sie die vielleicht spielentscheidende Szene vor dem 2-0 gesehen? Ja, für mich hat unser Torwart den Ball sicher und wird dann angesprungen von dem gegnerischen Stürmer. Der hat das gut gemacht, läuft weiter und dann kann man sicherlich dann eine Notbremse geben, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass das Foul vorher da war und wie gesagt, aber nichtsdestotrotz hat heute Fortuna, war die bessere Mannschaft und hat heute auch verdient gewonnen. Unabhängig von der Niederlage jetzt sind Sie ja optimal eigentlich in die Liga gestartet. 4 Siege aus 4 Spielen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Saisonstart? Ja, in der Meisterschaft sind wir zufrieden, ne? Aber wir wissen natürlich auch, dass die Jungs einen Entwicklungsprozess durchmachen. Ja, das hat man heute auch gemerkt. Ja, wenn man auf einen Gegner trifft, der einfach sehr zweikampfstark ist, der laufstark ist, der jeden Ball hinterhergeht, vielleicht in der ersten Halbzeit spielerisch vielleicht nicht so gut war, aber dann aufgrund der zweiten Halbzeit dann natürlich verdient gewonnen hat. Ja, und dann ist es auch ein Lernprozess für meine Spieler, dass sie einfach begreifen, dass man eben in jedem Spiel an die Leistungsgrenze ran muss und top vorbereitet sein muss und top Leistung abliefern muss, um einfach auch dann bestehen zu können. Können Sie unseren Zuschauern vielleicht noch mal kurz erläutern, wie es eigentlich dazu kam, dass Sie Trainer der Viktoria U19 wurden? Ja, irgendwann hat mich mal der Roland Koch angerufen, hat mich gefragt, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Und dann habe ich mir einfach auch das Konzept mal angehört, was Viktoria in der Jugendarbeit gern machen möchte. Und von daher, glaube ich, hat mich das alles überzeugt. Und dann war es eigentlich eine Sache von 5 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ich mache das gerne und bin auch froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Und die Mannschaft, wie gesagt, hat ja bisher auch in der Meisterschaft gut mitgezogen. Und anscheinend sind die Pokalspiele nicht so meine Spiele. Okay, und um mal von der Viktoria kurz noch wegzukommen. Ihr ehemaliger Verein Borussia Dortmund führt die Bundesliga-Tabelle an. Was trauen Sie dem BVB in dieser Spielzeit zu? Ja, sie haben, glaube ich, mit dem Lucien Favre einen sehr erfahrenen Mann geholt, der Stabilität in vor allen Dingen in die Defensive gebracht hat. Ja, und nach vorne war Dortmund schon immer gut und da ist natürlich vieles möglich. Wenn man von Verletzungen verschont bleibt, dann glaube ich schon, dass die Mannschaft viel Potenzial hat. Und zu guter Letzt natürlich die Frage, was muss passieren, dass Sie irgendwann in irgendeiner Funktion zu Borussia Dortmund zurückkehren? Also ich bin jetzt erstmal froh, dass ich hier bei der Viktoria bei der A-Jugend arbeiten darf. Es macht mir unheimlich viel Freude. Ja. Und was die Zukunft bringen wird, das wird man sehen. Da gehören ja auch andere Entscheidungsträger dazu und nicht nur ich. Also es muss ja dann auch von allen Seiten gewollt sein. Aber wie gesagt, momentan mache ich mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber. Ich habe so viel Spaß hier mit meiner Mannschaft. Ne? Vielleicht heute mal ein bisschen weniger. Ja. Aber ansonsten hat die Mannschaft, wenn man überlegt, ich glaube, 20 neue Spieler zu integrieren, das ist nicht ganz so einfach. Und dann tut es natürlich dann gut, wenn dann die Meisterschaft gut gestartet ist. Ja, im Pokal, okay. Ist nun mal so, wie es jetzt ist. Ja, aber wie gesagt, entscheidend ist, dass meine Spieler aus diesen Spielen was mitnehmen können, dass sie lernen können. Und die Ausbildung steht natürlich ganz klar im Vordergrund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.